Ein unglaubliches Kursziel von ganzen $726 im nächsten Bullenzyklus. Und nein, das ist weder ein Cathie Wood ARK ETF noch ein Ray Dalio Kursziel, sondern schlichtweg ein HKCM-Kursziel. Im heutigen Video möchte ich Ihnen zeigen, wie der kurzfristige Ausblick sowie der langfristige Ausblick bei Coinbase aussieht und warum wir aktuell auf dem besten Weg einer Bestätigung des bullischen Zykluses bei diesem Titel sind. All das erfahren Sie in dem heutigen Video. Nach dem Intro geht's weiter. Ich bin das Phantom und ich heiße Sie herzlich willkommen zum heutigen Video hier auf dem Kanal Phantom bei HKCM. Wie Sie es bereits gehört haben, schauen wir uns heute gemeinsam einen Titel an, den sich sehr viele Abonnenten gewünscht haben. Und zwar soll es heute um Coinbase gehen. Doch bevor wir mit dem eigentlichen Video und den Charts beginnen, lassen Sie diesem Video doch gerne einen Daumen nach oben da. Damit würden Sie meine Arbeit hier auf YouTube unterstützen. An dieser Stelle springen wir mal gleich ins Chart und schauen uns mal auf der kurzfristigen Zeiteinheit, was hier so in den letzten Wochen passiert ist. Jede Menge FUD um Coinbase aufgrund der SEC-Klage und dennoch hat es der Titel geschafft, sämtliche Kursverluste, die fundamental gestützt waren, wieder aufzukaufen und vor den Niveaus zu traden, die vor der Klage hier ausgebildet wurden. Das ist ein sehr gutes Zeichen, denn der Markt hat es geschafft, trotz des FUDs und der Unsicherheit rund um die SEC und Coinbase diese Niveaus zu verteidigen und keine neuen Lows auf dem Gesamtchart auszubilden, weshalb wir hier grundsätzlich weiterhin bei der Annahme bleiben, dass sich Coinbase hier in einem bullischen Zyklus seit dem lokalen Boden bei ganzen $31,55 befindet. Sie kennen inzwischen unsere Meinung zu Coinbase zu Genüge, denn wir haben hier seit einigen Monaten fleißig Videos mit Ihnen kommuniziert und haben hier auch Einstiege für unsere Abonnenten getätigt, die jetzt aktuell mit ganzen über 10% hier in Profit sind. Was wir in den letzten Monaten gesehen haben, ist natürlich eine Seitwärtsphase gewesen, die selbstverständlich anstrengend war, aber wir gehen jetzt aktuell davon aus, dass sich diese Bemühungen rund um Coinbase und den damit verbundenen Einstieg sich durchaus hier bezahlt machen wird in naher Zukunft. Der nächste Widerstandbereich wird nämlich aktuell schon anvisiert, der befindet sich nämlich bei $87,63. Grundsätzlich gehen wir hier weiterhin davon aus, dass wir uns intern in einer Welle 1-2 Struktur befunden haben und diese allmählich nach oben hin verlassen werden sollte in Form einer Welle 3 Expansion. Wenn es Coinbase schafft, kurzfristig gesprochen über den Widerstand von $87,63 drüber zu laufen, das Ganze selbstverständlich gestützt durch ordentliches Handelsvolumen und aufwärts gerichtetes Momentum, dann sieht es an dieser Stelle sehr gut aus, dass Coinbase es schaffen wird, im nächsten Schritt die $157,57 Marke nach oben anzupeilen. Ansonsten im Best-Case-Szenario, wenn wir hier eine saubere Welle 3 Expansion bekommen, könnte Coinbase relativ schnell, und den Zeitraum können wir an dieser Stelle nicht genau nennen, Richtung $192,23 traden. Wenn es also, wie bereits erwähnt, im nächsten Schritt über die $87,63 geht, haben wir hier mehr oder weniger eine Bestätigung des nächsten bullischen Zyklus, was automatisch für das übergeordnete Chart bedeuten würde, dass wir hier grundsätzlich mal bei Coinbase Richtung Norden tendieren über die nächsten Jahre und wir hier mit Ihnen selbstverständlich die Abonnenten des Tech 33 Pakets immer mal wieder Rücksetzer nutzen werden, um hier weiter Positionen aufzustocken, falls hier natürlich ein gewisses Grundinteresse bei Coinbase besteht. Sie wissen es und Sie kennen auch mein Portfolio. Coinbase ist bei mir im Portfolio eine der größten Positionen, da ich grundsätzlich mal davon ausgehe, dass sich der Bitcoin im nächsten bullischen Zyklus befindet, was natürlich generell das Handelsvolumen auf Coinbase selbst unterstützt. Es wird hier wieder ordentliche Zuflüsse auf den Kryptobörsen geben, auch wenn natürlich gerade große Unsicherheit generell bei Kryptobörsen besteht, bin ich grundsätzlich der Meinung, dass neue Anleger den Kryptomarkt für sich entdecken werden und der erste Weg ist nun mal eine klassische Krypto-Exchange. Es führt am langen Ende da kein Weg dran vorbei. Das heißt grundsätzlich, wenn also der Bitcoin sich im nächsten bullischen Zyklus befindet, wovon wir ja ausgehen mit Kurszielen weit über $100,000, dann wird es das Coinbase-Papier automatisch beflügeln, was natürlich hier unsere
Kursziele von weit über 700 Dollar absolut legitimiert, meiner Meinung nach. Wenn wir uns mal an dieser Stelle anschauen, wo Coinbase grundsätzlich mal zu IPO begonnen hat mit der Price Action, dann sehen wir, dass hier grundlegend zwei verschiedene Arten der Phasen gibt. Der Coinbase IPO war von einem Bärenmarkt beim Bitcoin charakterisiert, was natürlich eine Price Action innerhalb eines bärischen Zykluses bei Coinbase seit IPO eben begünstigt hat. Allerdings würde das im Umkehrschluss bedeuten, dass auf einen bärischen Zyklus automatisch ein bullischer Zyklus folgt, sofern diese Unternehmen natürlich weiterhin wachsen und relevant sind, wovon wir hier ganz klar ausgehen. Das heißt, im nächsten Zyklus würden wir als allererstes mal das All-Time-High zu IPO von $429,54 anvisieren. In den nächsten Jahren soll es dann weit drüber gehen Richtung $726,55. Ich denke, wir und Cathie Wood würden uns an dieser Stelle sehr freuen, so wie Sie auch, diejenigen, die in Coinbase investiert sind. Und an dieser Stelle bedanke ich mich wie immer für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Like und Ihr Abo. Bis zum nächsten Mal. Ciao.